Hallo und willkommen zurück zu Slime Ranger. Und ihr seht schon an meinem Gate-Stand, da ist irgendwas komisch. Ich klicke jetzt mal eine Tastenkombination und... Ja, ich schiede gerade Geld. Ich erkläre es euch gleich später. Erstmal möchte ich noch ein bisschen farmen hier. Und ein bisschen draufpacken. Oh Gott, dieser Sound. So, und jetzt lösche ich diese Scheiße von meinem PC. Ich hab meinen Geldstand und jetzt lösche ich die Scheiße. Und dann ist Schicht im Schacht. Weil das wird auch heute die letzte Folge sein. Deswegen habe ich mir jetzt auch so viel Geld rangeholt. Sagen wir einfach mal ausgeliehen. Mehr nicht. Es ist einfach ausgeliehen, okay? So. Ich hab's jetzt entfernt. Wir haben jetzt insgesamt 560.350. Und warum ich das Geld jetzt einfach rangecheatet habe, ist ganz einfach. Ich habe keine Lust, jedes Mal den Plot hier mir jetzt einzusammeln, um nur an dieser Plotstation hier Linksklick zu drücken, um ein bisschen Geld zu bekommen. Ist, finde ich, nämlich ziemlich nervig. Und das brauche ich einfach jetzt nicht mehr. Deswegen möchte ich jetzt... Was? Ich habe immer noch nicht genug. Ich brauche die App doch wieder. Okay, ich hol mal die App wieder. Das ist ja geil. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die App wieder habe. Ich brauche nämlich alle Schritte. Also ich brauche noch ein bisschen Geld. Gott, bin ich wieder. Mein Geldstand sieht jetzt besser aus. Ich hoffe, ich brauche jetzt die App nicht nochmal. Nee, wir sind fertig. Geil. Und das ist die Endbelohnung, wenn man alle Schritte hat. So eine geile Slime-Statue. Ja, ich weiß, ich habe es jetzt mir reingecheatet, aber come on. Wollt ihr jetzt wirklich 50 Parts sehen, wie ich diese Kacke da farme? Nein, danke. Ja, ist wie gesagt, keine Sachen mehr gibt's da. Wir bekommen noch eine E-Mail. Danke für Ihren Beitrag, die 7C Corporation. MS Lee Bill. Wir von der 7C Corporation sind vollkommen überwältigt von Ihrem Einsatz für den 7C Belohnungsclub. Sie haben den höchstmöglichen Rang erreicht, der derzeit für Mitglieder verfügbar ist. Gratulation. Da wir keine weiteren Ränge oder Belohnungen anbieten können, haben wir uns entschlossen, in Ihren Namen einen beträchtlichen, wohltätigen Beitrag bei der Internationalen Vereinigung für Otterbewusstsein zu leisten. Dank Ihrer Anstrengung werden sich mehr Menschen der Otterbewusstsein. Die 7C Corporation kreidet Systeme, die es Rangern ermöglicht, Belohnungen zu kaufen, die zu erhöhtem Otterbewusstsein führen. Ein Lächeln nach dem anderen. Ah ja. Keine Ahnung, die Otter sind mir kackegal, mir sind die Belohnungen wichtig. Hier gibt es irgendwie keine Upgrades mehr, obwohl mir eigentlich noch die letzten Cups empfehlen. Aber ich glaube, das werde ich jetzt auch nicht mehr farmen. Ich will eigentlich nur noch in diesem Part die letzten Slimes mir holen. Weil, wie cool das jetzt aussieht. Und hier sitzt ein krasses Gerüst. Aber hier will ich das noch alles freikaufen. Ach Digga, jetzt... Oh mein Gott, warum geht der denn immer raus? Das ist gerade echt ein Pain für mich. Zack. 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 Und zack. Oh mein Gott. Okay, wir haben jetzt... Oh, wir haben sogar schon die ultimative Version. Ich habe noch kein Mosaik-Plot. Habe ich das richtig ausgesprochen? Mosaik. Mosaik-Plot wird das, glaube ich, ausgesprochen. Oder? Ist das hier? Was kann ich hier machen? Dekoriere. Ach, hier kann ich diese Echos reinmachen. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Aber nee. Lol, wie sieht das denn hier aus? Ja, wie geil. Geil sieht das aus. Nee, weil wir machen jetzt, warte. Bevor wir uns auf den Weg machen zur sandigen Glaswüste, werden wir erstmal den
Phosphor-Slime unten am Steg ein bisschen Futter geben. Weil wir brauchen nämlich noch einen Schlüssel, damit wir da zu den neuen Slimes kommen. Wirklich, das Wichtigste für mich ist jetzt noch in dieser Folge, die letzten zwei Slime-Arten zu bekommen. Ich weiß, es sind drei, wenn man den Feuer-Slime noch dazu zählt. Und der Rest ist alles noch DLC-Zeugs, also da brauchen wir gar nicht reden. Okay, hier unten müsste der, glaube ich, irgendwo sein. Wenn wir hier einfach langlaufen. Nee, hä? Der war doch hier. Oder bin ich jetzt dumm? I'm very dumb. Dann war der anscheinend doch nicht hier. Ist der vielleicht irgendwie hier? Nee. Hä? Ich weiß eindeutig, dass der da irgendwo war. Die haben mich ausgetrickst. Ey, spring mal. Oh. Gesprungen und jetzt. Weiter hier lang. Er ist wirklich nicht hier. Der war aber doch irgendwo hier an so einem Steg, das weiß ich noch. Oder. Ja, ich muss gerade selber gucken. Wo kann der nochmal sein? Oder war der hier weiter vorne? Hier so? Kann auch sein, dass er hier so ist. Wir gehen mal weiter vorne lang. Wir haben ja irgendwann mal so einen Phosphor-Slime gefunden. Aber das alles nur, weil... Phosphor-Border-Slime. Genau. Aber das alles nur wegen... der... Schale. Die grünen Schale. Ah, hier unten, glaube ich. Ja. Hier ging es rein und da ist er. Ich glaube, das müsste auch reichen. Ja, reicht. Easy. So, einmal bitte. Dankeschön. Und jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg nach Hause. Und dann nehmen wir das Portal. Au, Dankeschön. Tut auf jeden Fall gar nicht weh. Nö, nö. Alles super. Okay, wir sehen uns in der Sandwüste. Und das in 3, 2, 1. Bio. Da sind wir in der schönen Wüste. Und diesmal tagsüber. Wir haben ja letztes Mal das in der Nacht nur gesehen. Aber jetzt hier mal einen Tag. Sieht auch nicht schlecht aus. Und es sollen hier anscheinend Geheimnisse sein. Oh, und ich weiß es eigentlich schon. Aber ich darf es natürlich noch nicht sagen. Nee, wir brauchen bestimmte... fuck. Ich glaube... Oh nein, nein. Nein, 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 sag jetzt nicht, ich muss extra rausgehen. Oh nein, ich glaube... Oh fuck. Ich brauche hier so... spezielle Plots. Kann ich euch füttern? Könnt ihr das kurz essen? Nein, das isst ihr ja nicht. Ist mal ganz kurz die Hühner. Ist das? Na los. Nicht so blöd in die Wäsche. Ist das? Riech ich nicht fünfmal. Wenn ich das scheiß Huhn essen. Och Mann. Weil es kommt, glaube ich, jetzt eine Passage, wo ich jetzt Plort brauche. Und das von den. Stachelplots. Stachel. Ja, Stachel-Slimes. Verdammt, Mann! Hätte ich das mal davor gewusst. Jetzt muss ich. Ich sag, Alter, wie viele stehen da? Eins, zwei. Ich finde mal alle Positionen. Also zwei schon mal habe ich gefunden. Ist eine Secret Tür 3. Ne, warte mal, jetzt haben wir noch diese. Öffne mal hier die Secret Tür. Ich habe da ja für den Schlüssel. Okay.
Ja, ich hol mal so 12 von dem. Mehr brauche ich da, glaube ich, jetzt nicht. Ist natürlich jetzt blöd. Tja, ich habe das wirklich nicht davor gewusst. Würde ihr jetzt hier irgendwo Gemüse liegen, könnte ich die jetzt eigentlich alle füttern. Dann wäre Schicht im Schacht. Oder wir gehen nochmal schnell in die andere Welt und dann füttern wir die schnell alle. Ja, das mache ich kurz. Scheiß mal auf, nochmal komplett zurückgehen. Sondern ich gehe jetzt kurz in die Quantenwelt und dann hole ich einfach ein bisschen Gemüse. Bis gleich. So ein bisschen Nahrung für die Stachelslimes. Nee, Felsslimes heißen die ja. Geholt. Das müsste jetzt eigentlich reichen für die. Wenn nicht, dann stopfe ich denen das so voll. Ach, ich bin in den Kreis gelaufen. Meine Güte, wie kann man nur so blöd sein? Einfach in den Kreis gelaufen. Schon etwas cringe. Warte. Einmal Futter. Bist du zweimal? Ja, wo will er hin? Er ist zweimal. Er ist ein Ehrenmann. Schau mal. Er wird ja auch immer kleiner. Kommt mir so vor. Du sollst essen. Okay, das glaube ich nicht mehr. 4, ich weiß nicht, ob 4 reichen. Hier, Leute. Einmal ein Herz rüber, bitte. Danke. Ach, ja. 6 müssen auf jeden Fall reichen. Also, wenn nicht, dann hau ich den Fernseher weg. Den ich nicht hab. Der war schlecht. Okay, ich glaube, ich muss auch aufs Dach. Da ist bestimmt auch noch einer. Ja, ich komme nicht hoch. Boah, jetzt doch. Nee, hier oben ist doch keiner. Dieser Sound immer. Hier ist auch keiner. Wo ist denn noch einer? Vorne irgendwo? Nee. Hier ist einer. Mir fehlt aber noch einer. Ist hier drin? Nee, ist fertig. Was ist das? Antikes Wasser. Fuck, ich habe 30 Sekunden. Was soll ich damit machen? Ah, ich weiß es. Oh, diese Pflanzen hier. Und Spritzen. Erneuerung. So, wie cool. Oh mein Gott, die Natur kommt wieder zurück. Jo, alles wächst wieder. Wie geil ist das denn? Ist hier noch eins? Und da unten wahrscheinlich. Nein, zu spät. Ja, aber wie cool. Spawnen hier auch die ganzen Slimes. Wie nice. Oh, und hier. Neue Slime-Arten. Mosaik-Slime. Aus jedem Winkel bemerkenswert. Das ist nämlich was ganz anderes. Boah, die sehen so cool aus. Dieses Logo da unten. So, ich brauche nochmal antikes Wasser. Let's go. Speedrun. Ich glaube, da hinten kann man noch eins drauf machen. Wenn man hier reingeht, vielleicht. Nein, oben vielleicht. Ja, hier oben. Oh mein Gott. Da ist nochmal. Bitte. Rank Slime. Ein Slime, der ist Hatsch. Der Hatschi. Achso, der hustet. Achso. Dann finden wir vielleicht noch von denen, die das bestimmte Essen. Bemaltes Huhn und das wäre Zwiebelwurzel. Wo finden wir denn die Zwiebelwurzel? Vielleicht wächst die hier zufällig. Hier. Hicksbirne. Diese Frucht weiß, wie man sich wehrt. Ich will lieber diese Zwiebel.
Nee, ich glaube, man findet die jetzt erstmal noch nicht. Egal, mir ist jetzt eigentlich Wurst, ob wir jetzt deren Essen finden. Ich will jetzt nach Hause und die letzten Slimes da noch platzieren. Es gibt zwar noch eine Slime-Variante, die man hier noch bekommen kann, und das sind die Feuer-Slimes, aber die erscheinen nur, wenn so ein Feuersturm kommt, und darauf habe ich jetzt nicht so Lust zu warten. Ihr merkt, ich kann ja jetzt schon mal mein Fazit sagen. Ihr merkt, also, desto mehr wir gespielt haben, desto weniger Lust hatte ich, weil alles nur noch dieser endlose Grind, der sich auch am Ende nicht mehr lohnt. So, am Ende, ja, okay, du hast jetzt deine Farm mit deinen ganzen Slimes, aber damit machst du jetzt auch nicht wirklich was Großartiges. Ich hatte früher sogar einen Spielstand, der ziemlich weit war, und der wurde gelöscht, weil wenn du das Spiel deinstallierst, wird der Spielstand nicht gespeichert. Ist ein bisschen weird. Was ich auch einer der schlimmsten... Okay, vielleicht liegt es auch daran, dass ich das Spiel auf Epic Games spiele und die generell solche Spiele nicht speichern. Deswegen wollte ich mich da auch nicht wundern. So, euch hier platzieren. Ist hier sowas? Wahrscheinlich nicht, aber egal. Ist mir jetzt Wurst. Gut, Leute. Aber dann würde ich jetzt hier auch das Projekt beenden. Slime Ranger hat trotzdem super viel Spaß gemacht. Wir haben ja trotzdem eine richtig geile Farm aufgebaut. Und hier, das will ich noch als End-Thumbnail haben. Hier ist so eine schöne Position. Ne? Machen wir es so hier. Nee, das war schon ein guter Winkel. So. Okay, ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.